Hallo liebe Freunde, seid gegrüßt, recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, meine lieben Freunde, heute möchte ich euch das neue Album Auf das Leben von Wolfgang Petri vorstellen. Das Ganze gibt es in der limitierten Buchedition zum Unboxing für euch von mir. Wie gewohnt. Ja, meine lieben Freunde, das neue Album Auf das Leben von Wolfgang Petri ist bereits vergangenen Freitag und zwar am 24. September erschienen. Mir war es leider nicht möglich, das Ganze für euch aufzunehmen, da ich denke mal, man hört es noch ein bisschen total erkältet, wahrscheinlich jetzt wirklich die ganze Woche auskuriert und das ist wirklich schon viel besser. Aber wie gesagt, das wäre einfach nicht möglich gewesen, das Ganze für euch aufzunehmen. Deswegen gibt es das Ganze jetzt eine Woche später. Für die limitierte Buchedition habe ich auf Amazon 48,99 € bezahlt. Den Link dazu packe ich euch natürlich wie immer unten in die Videobeschreibung. Genauso wie den Link zum Standardalbum. Und dann gibt es noch was ganz Besonderes zum neuen Album. Und zwar eine limitierte und handnummerierte blaue Doppelvinyl. Die packe ich euch ebenfalls auch unten in die Videobeschreibung. Kostet glaube ich so um die 28 € oder so. Wie gesagt, packe ich euch alles unten in die Videobeschreibung. Gut, so viel dazu, liebe Freunde. Wir werden uns zusammen jetzt die Buchedition anschauen. Ihr könnt mir an dieser Stelle natürlich gern wieder euren Lieblingssong vom Interpreten einfach mal unten in die Kommentare schreiben und ich werde derweil schon mal die Folie entfernen. Los geht's! So, die Folie ist ab und als erstes schauen wir uns erst einmal das Design an dieser limitierten Buchedition. Wir haben so einen Schuber. Und hier ist das Buch drin. Wir schauen uns erst einmal das Albumcover an, oder beziehungsweise ja, das Albumcover ist es ja, Wolfgang Petri Auf das Leben. Daneben sehen wir Wolfgang Petri im Hintergrund so eine braune Ledercouch. Auf der Unterseite der Box sehen wir nichts. Auf der linken Seite quasi lesen wir Wolfgang Petri Auf das Leben. Oberhalb sehen wir nichts. Und hier auf der linken Seite von dem Schuber lesen wir jetzt nochmal Wolfgang Petri und Auf das Leben. Gut, okay. Dann schauen wir mal hinten drauf. Da ist nämlich jetzt noch einiges geschrieben. Erstmal haben wir hier die Songs aufgelistet. Insgesamt kommt das Album mit 16 neuen Songs. Wir sehen hier unten wieder Wolfgang Petri auf dieser braunen Ledercouch sitzen. Und hier steht ein bisschen was dazu geschrieben. Buchedition inklusive CD. 70 Jahre Wolfgang Petri. Das muss gefeiert werden. Im Rahmen des neuen Studioalbums Auf das Leben, welches pünktlich zum Wolfgangsrunden Geburtstag erscheint, hat sich der Sänger es sich nicht nehmen lassen, als ganz persönliches Geschenk für seine Freunde ein Buch zu verfassen. Darin lässt er auf 150 Seiten sein Leben Revue passieren und gibt dabei auch Einblicke in viele bislang unveröffentlichte Fotos sowie interessante Anekdoten aus seiner Reise durch all die Jahrzehnte. Ja, dann sehen wir hier schon so ein paar Fotos. Verfasst von Wolfgang höchstpersönlich schaut er auf die wichtigsten Ereignisse in seinem Leben zurück, von der Kindheit über die erste Schülerband bis hin zum ersten Plattenvertrag. Den zahlreichen Karriere-Highlights, schließlich seinem vorübergehenden Karriereende und darüber hinaus bis zum aktuellen Album Auf das Leben. Intime Einblicke im Leben und Schaffen eines Ausnahmekünstlers, dessen Weg auch mit 70 noch lange nicht beendet ist. Auf das Leben und auf Wolfgang Petri. Okay, also wie gesagt, hier steht jetzt ein bisschen was dazu geschrieben, hat Wolfgang Petri alles selber rausgesucht. Und ich würde sagen, liebe Freunde, wir schauen uns das Buch direkt mal an. Ich nehme das Ganze mal aus dem Schuber raus und wir starten und schauen das Ganze mal ein bisschen genauer an. Ich schaue erstmal auf die Rückseite, also das Ganze ist identisch mit dem Schuber. Wir haben hier das Albumcover und nochmal auf der Rückseite hier alles beschrieben, nur dass jetzt hier die die Songs nicht aufgelistet sind. Gut, schauen wir mal rein in das Buch. So, ich zoome erstmal ein bisschen noch ran, dass ihr das ein bisschen besser seht. Und dann schauen wir mal rein. Okay, auf der ersten Seite kommt uns das neue Album entgegen. Das Ganze ist hier so zu einem Fach eingesteckt. Wolfgang Petri Auf das Leben. Hier haben wir also die Album-CD drin. Okay. Und dann würde ich sagen, Freunde, schauen wir uns ein bisschen das Buch genauer an. Ich werde es natürlich nicht alles zeigen. Wenn ihr alles sehen wollt, dann gönnt euch das Buch. Aber ich werde natürlich so ein paar Seiten überschlagen und dann könnt ihr ein bisschen mit reinschauen. Okay. Gut. Hier haben wir schon mal auf der ersten Seite Wolfgang Petri von früher mit diesen ganzen Freundschaftsarmbändern und Wolfgang Petri
Heute. Okay. Gut, dann überspringe ich mal. Achso, hier haben wir jetzt noch ein bisschen Werbung übrigens für diese Doppelvinyl. Wie gesagt, Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann haben wir hier eine Inhaltsangabe, was alles auf den Seiten zu sehen ist. Ich wurde geboren auf Seite 7. Ja, und dann eben alles so aus den letzten 70 Jahren. Ich wurde geboren und ein paar Bilder von Wolfgang Petri. Dazu natürlich noch ein bisschen was geschrieben, ein paar Anekdoten und so. Okay. So, wie gesagt, ich werde das bloß ein bisschen schnell durchblättern, dass ich nicht allzu viel zeige. Also wirklich so alles aus den letzten 70 Jahren von Wolfgang Petri, von den Anfängen, wie er Musik gemacht hat, bis, wie gesagt, heute zum jetzigen neuen Album Auf das Leben. Wolfgang Petri und Band. Okay, hier hat er ein großes Stadion gefüllt. Autogramme rund um die Uhr. Wäre natürlich cool gewesen, wenn hier ein Autogramm mit dabei gewesen wäre. Hätte ich es natürlich persönlich cool gefunden. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Okay, also wirklich viele Einblicke über die letzten Jahre natürlich als Musiker. Einfach geil, Tour. Also sehr schöne Fotos, viel geschrieben dazu. Wirklich sehr schön gemacht. Und das Leben geht weiter. Hier zusammen jetzt 2002 zusammen mit Dieter Thomas Heck. Okay, bei einem TV-Auftritt. Sehr schön. Du fehlst und so. Also wahrscheinlich war er jetzt schon zurückgetreten, oder? Ich weiß gar nicht, wann er sein Karriereende damals bekannt gegeben hat. 2006 wahrscheinlich. Ah, okay. Also 2006 hat er seine Karriere beendet. Gut. Und dann geht es hier natürlich weiter Richtung Süden. Die Currywurst. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Und dann ist er hier wieder am Start mit einem neuen Album gewesen. Brandneu, Wolfgang Petri, brandneu. Ich glaube, ein, zwei Alben gab es jetzt nach seinem Karriereende. Das ist jetzt, glaube ich, das dritte Album schon mittlerweile. Okay, also wirklich jede Menge zum Lesen, liebe Freunde. Jede Menge Bilder. Also wirklich sehr schön gemacht. Das Ganze, wie gesagt, auf 150 Seiten. Ich will das Ganze eigentlich nicht länger strecken. Deswegen werde ich jetzt hier einfach mal ein bisschen Wolfgang digital, okay. Und dann hier am Ende Wolfgang und die 70. Cool. Also wirklich sehr schön gemacht. Wie gesagt, jede Menge Bilder, jede Menge Hintergrundinformationen. Und dazu, liebe Freunde, gibt es jetzt hier am Ende noch die Songs vom neuen Album mit den dazugehörigen Songtexten. Da könnt ihr natürlich schon mal üben und euch vorbereiten, falls es da eine Tour gibt. Sehr cool gemacht, sehr schön gestaltet. Top. Und dann gibt es hier nochmal eine Übersicht über die veröffentlichten Alben von Wolfgang Petri. Also wirklich sehr fleißig gewesen, der gute Mann. Sehr schön. Okay. Gut, das, liebe Freunde, war's schon wieder. Wir sind am Ende mit dem Unboxing zum neuen Album Auf das Leben von Wolfgang Petri zur limitierten Buchedition. Ja, also ich muss sagen, liebe Freunde, wirklich eine sehr feine Sache. Jede Menge Bilder, jede Menge Hintergrundinformationen, die man sonst so vielleicht nicht erfahren hätte oder die man vielleicht als Fan noch nicht kennt oder so. Ich bin jetzt kein Fan von Wolfgang Petri, aber für einen Fan ist das natürlich wirklich was Feines, wenn man da einfach nochmal so einen schönen Überblick über die Karriere von Wolfgang Petri kriegt. Sehr schön gemacht, gefällt mir sehr gut. Damit, liebe Freunde, sind wir am Ende des Unboxings. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Schöne Grüße gehen natürlich raus an Wolfgang Petri. Viel Erfolg mit deinem neuen Album. Und ich hoffe natürlich, liebe Freunde, wir sehen uns beim nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Schreibt mir gerne was unten in die Kommentare. Also gerne eure Meinung zur Buchedition oder generell einfach euren Lieblingssong. Und ja, wie gesagt, würde mich sehr freuen, liebe Freunde, wenn ihr mir einfach ein Like da lasst. Oder vielleicht sogar ein Abi. Sorry, ich bin noch erkältet. Ein Abo würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, liebe Freunde. Das war's. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.